Ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Pastoren-Podcast und ich freue mich, dass wir so eine Reihe haben, wo wir einfach Fragen haben zu dem Thema, wie leben wir als Christ oder was bedeutet es konkret? Und heute haben wir diese Frage, kann ich auf Gemeinde verzichten? Wenn ich Christ bin, kann ich auf Gemeinde verzichten? Und ich lade dich ein, dass wir gemeinsam schauen, dass wir auch schauen, was Gottes Wort dazu sagt. Zunächst mal zu dieser Frage, kann ich auf Gemeinde verzichten, würde ich ein klares Nein sagen. Also nein, wenn ich Christ bin, kann ich nicht auf Gemeinde verzichten. Und das Neue Testament ist insgesamt sehr, sehr klar dazu. Wir sehen dort letztlich, das Christsein und die Gemeinde gehören ganz eng zusammen. Es gibt keinen Christen ohne Gemeinde. Das ist das, was im Neuen Testament letztlich irgendwie vorausgesetzt wird. Also es wird gar nicht so an allen Stellen thematisiert. Aber es wird einfach angenommen, es wird vorausgesetzt, dass das so ist. Als Christ gehöre ich in eine Gemeinde. Und diesen Zusammenhang sehen wir auch an vielen Stellen. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 2, wo die Gemeinde gegründet wird, an Pfingsten. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also die Menschen kommen zum Glauben, sie lassen sich taufen und sie werden zur Gemeinde hinzugefügt. Vers 47, auch in Kapitel 2, sie lobten Gott, also die Gemeinde, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also sind Menschen, wenn sie gerettet werden, dann werden sie in die Gemeinde hinein gerettet, werden sie zur Gemeinde hinzugefügt. Das ist das, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Was bedeutet es, wenn wir zu einer Gemeinde gehören? Was haben wir von einer Gemeinde? Was macht eine Gemeinde aus? Ich habe ein paar Aspekte einfach nur rausgegriffen. Also zum einen würde ich sagen, ja klar, eine Gemeinde ist der wunderbare Ort, wo ich gemeinsam mit anderen Menschen Gott ehren und loben kann. Ich kann ihn preisen, ich kann zu Gott kommen, ich kann im Gebet zu Gott kommen, ich kann gemeinsam auf Gottes Wort hören und das ist was Wunderbares, was wir in der Gemeinde tun können. In der Gemeinde kann ich meine Gaben einsetzen, das, was Gott mir schenkt an Fähigkeiten, an Möglichkeiten, ich darf sie einsetzen zum Wohl der Gemeinde und zur Ehre Gottes. Und ein ganz wesentlicher Punkt, ich darf Heiligung lernen. Ich darf lernen, was es heißt, als Christ zu leben, Christ zu sein, Jesus ähnlicher zu werden. Wir haben im Neuen Testament eine ganze Menge von Stellen, die diese Formulierung einander haben. Und das sind alles Stellen, die letztlich mit Gemeinde und mit Gemeinschaft zu tun haben. Wir sollen einander lieben, wir sollen einander vergeben, wir sollen einander annehmen und noch viele, viele Stellen mehr. Das sind alles Aspekte, die zum Gemeindeleben dazugehören und die mir helfen als Christ, wie ich wachsen kann. Einen hilfreichen Vers finde ich auch in Galater 6, die Verse 1 bis 2. Und das ist ein Vers, auf den ich jetzt nochmal kurz was eingehen will. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also hier geht es darum, dass wir in der Gemeinde dazu da sind, uns einander zurechtzuhelfen, gemeinsam auf den richtigen Weg wiederzugehen, dass wir uns an die Hand nehmen, dass wir helfen, uns wieder auf Jesus selbst auszurichten. Und es geht in diesem Versen auch darum, dass wir die Lasten des anderen tragen. Wenn jemand in Not ist, wenn jemand eine schwierige Zeit durchmacht, dann dürfen wir als Gemeinde miteinander daran tragen, einander unsere Lasten tragen. Und das ist etwas extrem Wertvolles, etwas extrem Wunderbares, was wir in der Gemeinde erleben dürfen. Und wir dürfen in der Gemeinde letztlich Gott die Ehre geben für all das, was er uns schenkt und was wir gemeinsam erleben und auch was wir als Gemeinde hier in Worms erleben. Und letztlich nochmal zurück zu unserer Frage, kann ich auf Gemeinde verzichten? Ich würde sagen, nein, weil wenn du Christ wirst, in dem Moment, wo du Christ wirst, dann hat das Auswirkungen nicht nur auf dich und Gott und deine Beziehung zu Gott, sondern dann hat das Auswirkungen auf die ganzen Menschen, die schon zu Gott gehören, die zur Familie Gottes gehören. Du gehörst nicht nur zu Gott, du wirst nicht nur ein Kind Gottes, sondern du gehörst auch in Gottes Familie. Und deswegen ist Gemeinde unverzichtbar für jemand, der Christ ist, für jemand, der zu Gottes Familie gehört. Und konkret zeigt sich das in einer Ortsgemeinde, dass du verbindlich zu einer Ortsgemeinde gehörst. Gemeinde ist nicht irgendwas Schwammiges, irgendwas weit, weit weg, sondern es ist vor Ort, da wo es sichtbar und greifbar wird, wo wir versuchen gemeinsam so zu leben, wie Gott es von uns will.
Und Gottes Plan ist es gewesen, dass wir keine Einzelkinder sind in seiner Familie, sondern dass wir in eine Familie hineingerettet sind, dass wir uns gegenseitig tragen, dass wir uns ermutigen, dass wir uns helfen, dass wir einander dienen und dass wir Gott bei all dem die Ehre geben. Und ich wünsche dir Gottes Segen und ich wünsche dir, dass du einfach Gott lobst heute an diesem Tag, dass du auch dankbar bist für das, was Gott dir schenkt. Und wir dürfen danken, wir dürfen Gott danken auch für die Gemeinde, die er uns gibt, dass wir nicht alleine in diesem Leben unterwegs sind, sondern dass er uns Leute an die Seite stellt, mit denen wir gemeinsam ihm dienen und ihn ehren dürfen. Gottes Segen dir an diesem Tag. Alles Gute. Tschüss.